ich habe sehr viel Respekt vor dem Tod, weil vor was soll man denn sonst überhaupt Respekt haben? Aber gleichzeitig wollte ich auch nicht mich so einknicken vor ihm, weil solange er jetzt noch nicht da ist, muss man ja auch und so weiter und so weiter. Und so entwickelt sich dieser Wahnsinn. Ja. Darf ich es nochmal anders machen? So ist es genau schon wieder. Nein, also dann natürlich, das wollte ich nur sagen, zum, was, weil das ja schon typisch ist. Dass ich gerade als ich angefangen habe, habe ich mir schon gedacht, nein, warum hast du Blockbuchstaben verwendet? Das passt auch gar nicht zum Film. Und genauso ist natürlich der Film auch. Aber ich muss es jetzt nochmal machen. Aber es ist so, ich weiß nicht, ob es besser wird. Das ist aber eine gute Klappe. Also so eine gute hatte ich nicht. Also es ist ja bei mir alles Aufarbeitung, aber das war auch eine besondere Aufarbeitung. Also, aber es ist jetzt nicht, also es ist alles Aufarbeitung, aber danach ist auch nichts aufarbeitet. Also dann denkt man sich irgendwie, aber was hat jetzt die Aufarbeitung, habe ich jetzt, ja, es war eine Aufarbeitung, aber es ist nicht aufarbeitet, sowas kann man sowieso nicht aufarbeiten. Aber so. Mein Film heißt Die Erfindung der Liebe und ich heiße Lola Randl und der Film ist ein sehr spezieller Film wegen seiner Entstehungsgeschichte. Der wird mittlerweile seit 4 Jahren gemacht und vor 2 Jahren ist die Maria Kwiatkowski gestorben. Das war in der Hälfte, also nach ungefähr der Hälfte der Dreharbeiten. Und dann haben wir den Film abgebrochen. Also sie ist bei sich zu Hause gestorben, also sie ist nach Hause gefahren und wir hatten den einen Teil sozusagen abgedreht, aber das war kein richtiger Teil, der einen Sinn für sich ergab, sondern wir hatten ein Motiv abgedreht. Wir hatten das alles in Luxemburg abgedreht und jetzt sollte das in Deutschland kommen und genau, dann brachen wir ab. Und lange wussten wir gar nicht, wie wir den Film weitermachen und dann haben wir einen Weg gefunden, den Film weiterzumachen und das ist alles eigentlich Teil des Films geworden, weil es für mich nicht möglich war oder vorstellbar war, jetzt einfach wieder zurück in diese Illusion und oder mit einer anderen so, die nochmal, also es musste für mich irgendwie diese Illusion zerstört werden und es auch und dann wieder so, wie soll ich ihn jetzt beschreiben, also der Film ist, es gibt das alte Material und das ist mit im Film und es gibt neues Material, das wurde ein Jahr später gedreht. Es ist eine Filmteam-Ebene, wo es auch eine Regisseurin gibt, auch ein Autor. Also in meinem Fall bin ich beides, aber ich bin ganz froh, dass das die beiden sind. Und es gibt einen Produzenten und also dieses Filmteam ist schon also eher toll, also noch tollpatschiger als wir, kann man sagen, in der Art und bricht da auch rein und hat dieses Problem und die wissen, die drehen tatsächlich weiter und wissen überhaupt nicht wie und denken, vielleicht ist die Technik so weit, dass wir einfach die Praktikantin hinstellen können und mit Tracking Points sie dann danach digital ersetzen. Und die Technik ist noch nicht so weit und es haut auch alles überhaupt nicht hin. Und so bahnt sich dieser Film seinen Weg und wird dann auf ganz seltsame Weise wieder sein eigener Film, wo ich selber immer nur staunen kann und völlig fassungslos bin von dem Film. Das habe ich überhaupt noch nie und auch gar nicht mehr dann denke, wow, das ist, also dann denke ich eher so, toll hast du das gemacht, sondern ich denke eher so, also am Ende erst, weil am Anfang ist der Film wirklich, da fragt man sich, was will dieser Film von mir? Und das war auch so die Frage, die ich so herausfinden musste, was jetzt dieser Film von einem will, weil ich irgendwie das zu schicksalshaft fand, dass sie da einfach so stirbt, als dass ich jetzt nochmal zurück in die ganz alte Geschichte konnte. Und naja, ich bin sehr verwundert von dem Film und bin sehr gespannt. Heute ist die Premiere und ich habe natürlich Angst, weil man immer Angst hat, erstens. Und in dem Fall ist es einfach durch, dieser Tod ist natürlich über allem drüber. Und ich habe auch während des Machens sehr viel gespürt, dass es so schon so, man denkt so, aha, du machst den Film fertig und sozusagen lässt dich auch von dem, was passiert ist, wieder zu Neuem inspirieren. Und das merkte ich, dass das doch eine ganz schöne Hürde für Personen ist. Und
Und dass man die dann auch noch interessant findet, finden sie dann noch, glaube ich, noch umso schlimmer vielleicht. Ich weiß es nicht. Es ist interessant. Es ging überhaupt nicht sofort weiter. Und auch, man muss sagen, ich glaube, das ist gar nicht möglich. Also das Filmteam in meinem Film dreht ja tatsächlich einfach weiter. Oder versuchen weiterzudrehen oder Tage danach. Aber bei uns hat es wesentlich länger gedauert. Und auch überhaupt einen Weg zu finden, Monate und dann haben wir ein Jahr später gedreht. Man ist so geschockt und in dieser Starre und dann beginnt schon ganz schnell und auf einmal kommt wieder diese Arbeitsstimmung auf und das schockiert einen dann, dass überhaupt eine Arbeitsstimmung aufkommt. Da denkt man auch schon so, es ist ungehörig, dass man jetzt überhaupt, dass eine Arbeitsstimmung aufkommt, aber so, das ist so, man kann ja gar nicht anders. Und es hilft auch wieder. Also es hat schon geholfen, mit allen dann einfach weiterzuarbeiten. Also man weiß ja gar nicht, was man auf, also aus der Starre kommt man irgendwie gar nicht anders raus, als es auf einmal sich eine Aufgabe zu stellen und zu arbeiten. Und zu sagen, das machen wir jetzt. Aber es war jetzt nicht so einfach, wie es sich vielleicht anhört, aber es war gut, dass wir es gemacht haben, glaube ich. Auch für uns alle, die da übrig geblieben sind. Und es haben auch die meisten eigentlich waren dieselben, die dann ein Jahr später wieder angefangen haben zu drehen.